Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Wir sind hier wieder an der Baustelle und wir schnappen uns den kleinen, schönen Wackerneuson. Versuchen jetzt hier einmal von der Stelle zu kommen und eine Palette Holz und eine Palette Betonbauteile hier vom LKW zu holen. Hat nämlich den Hintergrund, wir brauchen es. So, und ich möchte auch nicht unbedingt den LKW-Kran hier groß bald ausfahren. Also von daher machen wir das einmal eben ganz geschwind mit dem Bagger. Warte, ich glaube, den Arm fahren wir mal eben ganz aus. Sonst wird das hier, glaube ich, nichts mit dem Palettentransport. So, das steht schon mal ganz gut. Wir fahren allerdings einen Meter zurück, sonst fliegt der Bagger durch die Lüfte. So, wunderbar. Das steht. Einmal bitte drehen. So. Wieder ein kleines Stückchen zurück. Was mir gerade auffällt, da unten steht tatsächlich sogar 40 km/h. Im letzten Programm, als wir das Ding hierher gefahren haben, habe ich ehrlich gesagt damit gerechnet, wir tuckern da mit gemütlich 25 km/h durch die Gegend. Aber Pustekuchen. Wir fuhren ziemlich flotte 40 km/h und da steht hier sogar tatsächlich am Bagger dran. Vielleicht einen Meter wieder zurück. So. Schöner langer Arm. Sollte durchaus passen. Hoffe ich. Ach, denn weiter einknicken kann ich nicht. Seid ihr Langweiler. Gut, dann drehen wir in die andere Richtung. So. Setzen das gute Stückchen mal ab. Und fahren mal eben, glaube ich, aus der markierten Zone raus. Oder außer vermeintlich markierten Zone. So, hier vorne sollte ich eigentlich deutlich besser stehen können. So, jede Menge Betonpfeiler. Und der Bereich soll ausgehoben werden, so wie es aussieht. Ja, ihr seid lustig. Oder in Erde liefern und verteilen. Also, wo soll jetzt was sein? Weil das sieht man hier alles aus nach Erde. Von einem End in den anderen? Wir gucken uns mal eben kurz an, wie das hier am Ende aussehen soll. Ich würde mal sagen, hier müssen wir rausbaggern. Hier müssen wir es einfüllen. Ich würde dann auch mal eben kurz Folgendes machen. Wir hoffen mal, dass es dann auch der Fall sein wird. Wir kaufen uns einmal eben Radlader und hoffen wirklich, dass wir das da in diesen einen Bereich da reingraben müssen. Sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. So, wir bräuchten noch eine Baumaschine. So, und da ich auch mir vorgenommen habe, in erster Linie hier eine etwas kleinere Maschine mal zu nutzen, bin ich jetzt am Überlegen. Nehmen wir den hier. Nehmen wir, ja, wobei, diese könnte schon wieder fast ein bisschen zu groß sein. Und der ist mir eigentlich schon fast zu klein. Kleiner Knicki oder Wackerneuson. Also den weiß ich, das ist ein etwas größeres Gerät. Ich würde sagen, wir kaufen einfach den hier. Ist zwar jetzt vielleicht noch nicht das kleinste, aber mal gucken, wo ist er geparkt? Da hinten. Es ist nicht der kleinste, aber jetzt auch keiner der großen. Also von daher nehmen wir den mal mit. Oh, ich hab mitgerechnet, der hat Allradlenkung. Gut, dann nehme ich. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie hochfahren. Lassen wir mal lieber das Altmetall hier vor. Kommt das nächste.
So, jetzt können wir fahren. So, dann haben wir auch direkt auch eine neue Baumaschine da oben angesehen. Aber irgendwas klappert hier die ganze Zeit. Naja. Werden wir wohl schon noch irgendwie mit fertig. Nächste Straße rein. So. Da unten wird wieder die Eisenbahn. Der Wackernhäuser ist hier interessant gemacht worden. Da oben mit der KMH-Anzeige. Nicht hinten reinfahren, das kommt nie so gut. Links frei, rechts ist frei. Dann können wir einmal fahren. So, da sind wir. Können eigentlich Rundumleuchter auch schon wieder ausschalten. Und dann graben wir uns hier einmal durch. Bild für die fürs fertige Objekt sagt, wir müssen hier ein bisschen ausbaggern. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir das hier mitmachen. So, und hier müssen wir es reinkippen, oder? Ja, genau, hier müssen wir es reinkippen. Dann graben wir das hier aus und wenn es ist, dann verteilen wir eben einmal mit dem Bagger. Ja, wie tief sollen wir denn hier bitte? Naja, egal. Das wird schon irgendwie. Ja, ich weiß, da fehlt was von verteilen, aber dann machen wir ja nebenbei. Wobei, ich glaube, so genau nimmt man es ja ehrlich gesagt auch nicht. Zumindest wenn ich mir das so momentan angucke. Kommen wir jetzt hier wieder raus. So. Schmeißen wir was noch an einer anderen Stelle hin. Und ganz zum Schluss fahren wir da mit dem Bagger rein und ziehen das Ganze ein bisschen auseinander. Das wäre jetzt so mein Plan. Ob es der sinnvollste ist, das haben wir umgestellt. Aber wenn er funktioniert, dann ist das zumindest eine machbare Lösung. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wenn wir jetzt hier einen der ganz großen Radlader hätten genommen. Ich glaube, wir wären zwar wahrscheinlich schon lange fertig. Obwohl, wenn ich jetzt überlege, eigentlich ja nicht, weil wir müssten so eine steile Rampe hier reinbauen. Da können wir eigentlich nicht gegen arbeiten. Oder, ja, kommen halt nicht gegen tiefer weg. Das ist jetzt eigentlich das Schöne an dem Wacker. Wir können richtig schön nach unten graben. Ein ganz großes Gebiet, was jetzt mal noch nicht der Norm entspricht, aber oder nicht dem Leistungsverzeichnis, aber daran arbeiten wir noch. Wir müssen natürlich auch erstmal den Boden hier raus haben. Boy. Die erste Säule, die wir auch ersetzen dürfen.
mal, dass wir nicht so viel noch mit dem Bagger nacharbeiten müssen. So, jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Aber gut, wir haben knapp, ja, nicht ganz die Hälfte, aber knapp die Hälfte hinter uns. Das ist schon mal etwas. Ich weiß nicht, irgendwie übersehe ich hier ständig hinten eine Säule. Ich weiß, die Dinger kann man besser erst hinstellen, als danach da die Löcher zu graben, aber der Wacker fliegt ein bisschen durch die Lüfte. Oder einmal tiefer. Sehr schön. Und jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Können wir jetzt genau drunter her? Ja, das klappt. Mehr oder weniger. Sollten wir eigentlich auch schon bald auf finaler Tiefe sein, oder? Naja, mehr oder weniger. In der Mitte muss noch einiges weg. Uiuiui. Wohl wirklich, dass wir den Bagger nehmen. Oder hätten nehmen sollen. Kippen wir am besten was hin. Ich glaube, irgendwo da ganz hinten. Ah, da ist sie ja, die finale Tiefe. Die ist gefunden. Das Gute ist, dass die Pylone hier keine Kollision haben. Die sind als einziges gefühlt nicht einbetoniert. Ist aber, glaube ich, auch besser so. Der kleine Wacker hat es geschafft. Jetzt auf die ganz andere Seite, glaube ich, hin und ohnehin schmeißen. Gut, eigentlich das, was wir glatt ziehen, aber muss mal so passen. Kommt schon, ein bisschen tiefer rein.
So, wunderbar. Kübel ist voll. Und aus dem Loch sind wir auch draußen. So muss das. Wir fahren mal auf die andere Seite. Eben auf die andere Seite. Dabei natürlich nicht den Wacker umschmeißen. Das Essen haben wir auch schon gleich durch. Auch schon mal nicht schlecht. Müssen wir uns schon mal um eins nicht mehr kümmern. Und da fürchte ich, müssen wir baggern. Meine Befürchtung wird langsam wahr. Wir müssen jetzt demnächst sehr viel baggern. Na komm. Einfach hier raus. Sehr schön. Das hätten wir geschafft. Und jetzt Vollgas. Wir müssen ja wieder rauskommen. Und Drahtseile gibt es hier leider nicht. Ja, 2% noch. Das würde ich gerne in dieser Folge noch eben machen. Kriegen wir das noch hin oder vorausgesetzt, sie kommen ja aus dem Loch wieder raus. Ja, 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 sehr schön. Wunderbar. Top. Also das hätten wir schon mal. Das hätten wir schon mal hinter uns. Aber ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.